Hallo, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zum American Truck Simulator mit Dieter Donnerlunte. Und wir stehen nirgendwo rum, denn wir haben in der letzten Folge eine schöne Tour abgefahren und ich würde sagen, wir machen direkt mal noch eine. Die sieht ganz gut aus hier, von Idaho nach Washington quasi, von Boise oder von Boise nach Yakima, Vorratstank. Das hört und sieht gut aus. Oder hier oben, ist auch. Aber ich finde die Tür, guten Morgen. Ich muss mich dran gewöhnen an das Monitoring. Das ist so ungewohnt, sich selbst zu hören. Das ist, also, weil wenn du das vorher nicht hattest, sich selbst zu hören, dann echt ungewohnt. Komm, wir machen erstmal die Tour für 9000. Das ist so ungewohnt, weil jetzt höre ich mich selber auf den Ohren und dann verplapper ich mich manchmal selber. Ich spreche manchmal irgendeinen gequillten Dünnschiss. Ich meine, das mache ich ja so schon. Aber, und jetzt kann ich auch meine Stimme anpassen an die Lautstärke der Musik. Denn wenn die Musik jetzt bei mir so laut ist, ist sie bei euch auch so laut. So. Ich passe mal den Sitz jetzt an. Nein. So. Damit wir auch die Ampel sehen, wieder ein bisschen niedriger. Bitte fahren Sie zur Marke. Und gucken uns das Ding mal an. Ja, geil. Vorratstank. Nee. Jetzt habe ich einen Wegpunkt gemacht? Nein. So, Licht an, Kamera Action. Wo müssen wir raus? Wir müssen rechts raus. Okay, alles klar. Let's go. Mit schöner Trucker-Musik geht's abends los. Wir sind ja in der letzten Folge abends angekommen. Das passt ja dann eigentlich. Biegen Sie links ab. Wir haben es Montag, 22.39 Uhr. Ach, hier ist ja gar nichts los. Tote Hose hier. Und natürlich sind wir woanders jetzt angefangen. Ich muss mir nochmal anders hinsetzen. Warte mal. Ah, so. Natürlich sind wir jetzt nicht bei der Firma, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Das liegt daran, weil wir noch keinen eigenen LKW haben. Wir müssen natürlich noch für Fremdspeditionen arbeiten, damit wir unseren eigenen LKW finanzieren können. Und dann ist es so, dass wir quasi... Wir können natürlich auch Auflieger kaufen, Anhänger kaufen etc. pp. Aber am Anfang würde ich, glaube ich, erstmal einen eigenen LKW. Weil dann muss man nicht auch zu den Firmen fahren und die LKWs, die Anhänger quasi dort abholen. Also ist nicht so, dass du einen Auftrag annimmst und du spawnst mit dem LKW direkt bei der Firma, sondern du musst erst dahin fahren oder du nimmst einen Auftrag an, wo du gerade in der Nähe bist. Was natürlich am meisten Sinn macht. Weil dann brauchst du nicht noch irgendwo hinfahren. Du musst natürlich auch auf deine Ruhezeit hier achten. Das Bettsymbol auf dem Navi sagt dir, sagt er natürlich auch, wann du schlafen musst und so. Das hätte ich beinahe die Kurve hier übersehen. Und ja. So, ich mach das Navi mal aus. Das Navi da unten reicht mir erstmal. Obwohl, nee, wegen der Geschwindigkeit lasse ich das mal an. So, ein Bahnübergang. Wie toll. So, ja. Was habe ich in der letzten Folge erzählt? Genau, so eine kleine... Ah nee, wir müssen noch geradeaus. Ja, ja. Oh, guck mal, ein Autohändler. Wie cool. Geil. Genau. Also, vielleicht läuft es drauf hinaus. Ich habe jetzt noch kein Thema ausgewählt für die Folge jetzt. Oh, guck mal, da gibt's Ford Raptor und so. Cool. Voltison Motors. Nice. Ja, ich habe mir jetzt noch kein Thema ausgewählt irgendwie, was ich vielleicht besprechen möchte.
Wir haben am letzten Mal ja natürlich so ein bisschen das Covid-Thema angeritzt, aber ich möchte das, wie gesagt, nicht weiter vertiefen. Das ist nicht so schön für so ein Spiel hier. Also, naja. Wir lassen das einfach mal auf uns zukommen. Vielleicht fällt mir unterwegs jetzt was ein, worüber wir mal quatschen können. Games ist immer ein gutes Thema, da kann man immer gut drüber reden. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber der Test Drive Unlimited Solar Crown Trailer kam jetzt vor kurzem. Ich bin mega gehypt, noch mehr gehypt wie vorher. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan dieser Test Drive Unlimited Serie. Und ja, jetzt haben sie tatsächlich einen einmütigen Trailer rausgehauen, der auch nur gerendert war, aber der mega Hype und mega Bock auf mehr macht. Also, richtig cool. Ich bin so gespannt, denn es war bei den ersten beiden Teilen so, also beim ersten Teil, also es geht im Prinzip darum, ich erkläre einfach mal, worum es geht. Also es ist ein Rennspiel und bei dem Rennspiel geht es um High Society, also Luxuskarossen. Luxuskarossen und ein Luxusleben auf einer sonnigen Insel war es immer so das Thema. Und es gab die Solar Crown, das war eine Rennveranstaltung für Betuchte, also für Reiche quasi. So, und da hast du dann teilgenommen als Newbie. Musstest dich dann quasi so hocharbeiten, den verschiedenen Klassen quasi. Und musstest dann auch so Lizenzen erwerben, damit du daran teilnehmen kannst. Und hast dann auch quasi Häuser kaufen können auf den Inseln. Hast quasi so ein richtiges Luxusleben gehabt. Konntest dich einrichten, hast Garagen gehabt und konntest tatsächlich auch ins Casino gehen. Das war so geil. Das gab's aber, glaube ich, im zweiten Teil erst mit dem Casino. Dann hast du zum Beispiel so Fahrzeughändler gehabt. Da bist du reingegangen zu Fuß. Du musst halt also aussteigen mit so einer Animation. Und dann bist du da reingegangen und hast quasi dich im Laden so in der Ego-Perspektive die Autos angeguckt. So hast dich so beraten lassen, in Anführungsstrichen. Das war, also es war richtig, richtig cool. Und da habe ich große Hoffnung, denn wir haben sehr, sehr lange drauf gewartet, dass ein neuer Teil kommt. Und jetzt ist es soweit. Denn damals war es ja unter Atari war der Publisher und Eden Games waren die Entwickler und die sind aber leider damals pleite gegangen. Und der zweite ist auch nicht so gut angekommen. Also ich fand den cool, muss ich sagen. Er war ein bisschen leicht, ja. Man konnte ihn sehr leicht durchspielen. Aber trotzdem war es ein gutes Rennspiel. Einfach Punkt, Ende aus. Du hast, wie gesagt, im zweiten Teil auch ein Casino gehabt. Da konntest du dann ins Casino gehen, konntest mit... Es war halt quasi ein reines Online-Rennspiel. Jetzt werden viele wieder... Für die halt sehr gerne Singleplayer spielen und so. Ich natürlich auch, spiele auch gerne Singleplayer. Aber, Moment, ich muss kurz gucken. Ja, passt. Aber das Spiel baut darauf auf, dass du mit den Leuten interagierst. Du hast sogar so eine Community-Hub gehabt, wo du eigene Strecken erstellen konntest. Und dann konntest du einen Wetteinsatz setzen und konntest dann quasi sagen, wer die Zeit schlägt, gewinnt diesen Einsatz. Und je höher das war, also hier der, also mehr dran teilgenommen haben, desto größer quasi auch dann der Gewinn. Und so war das dann gewesen, dann auch halt so. Wie gesagt, so dieser Community-Aspekt war halt so riesig. Und vieles war ja auch dann mit dieser freien Fahrt, die du ja in vielen Open-World-Rennspielen mittlerweile ja auch hast, wie zum Beispiel bei The Crew oder bei Forza Horizon, war es bei Test Drive dann damals dann so gewesen, dass sich sogar Leute, ich auch unter anderem, sich getroffen haben und die Autos dann so präsentiert haben, gezeigt haben. So hier so mit Lackierung. Du hast halt kein Tuning groß gehabt, kein optisches. Nur Lackierung halt, Aufkleber, so Sticker. Und
aber dann halt so den Reichtum präsentiert. Und darauf baute das halt auf. So, auf dieses Luxusleben. Und das war halt schon... Du hast dich halt echt gefühlt wie so ein VIP. Wenn er dann so erste Mal im Casino warst, hast dich natürlich schick angezogen, weil du ja auch eine Garderobe zu Hause hattest. Hast natürlich gesagt, gehst natürlich nicht in kurze Hose und Badelatschen. Ne, ich meine, kannst du machen, hat es einige gegeben, die ja das gemacht haben. Aber siehst natürlich Smoking an und so. Das war schon cool. Dann bist du mit dem Wagen dahin gefahren, hast den quasi abgegeben an den Butler, der hat dann quasi dein Auto geparkt und dann bist du mit so einem, das Casino war auf einer Extrainsel und dann bist du mit so einem Wasserflugzeug, bist du dann quasi so dahin geflogen worden. Und alles, was du außerhalb des Fahrzeugs gemacht hast, war quasi mit der Ego-Perspektive. Mein Gott, das Monitoring mit der Ego-Perspektive. Also quasi du bist nicht selbst ausgestiegen aus dem Auto, sondern Du hast eine Animation gehabt, wie der geparkt hat und dann ist der ausgestiegen und dann kurzer Ladescreen und dann warst du zum Beispiel im Einkaufsladen, also im Fahrzeughändler oder beim Community Hub oder bei dir zu Hause konntest du rumlaufen. Du konntest ja auch Partys veranstalten. Hat nicht so gut geklappt, aber du konntest Leute zu dir nach Hause einladen. Was auch richtig geil war. Das war so ein bisschen so eine Mischung aus PlayStation Home falls das noch einige kennen, Second Life. Ja, PlayStation Home, Second Life, so ein Live, Second Life Simulator. Mit Rennspiel vermischt und halt dieses i-Tüpfelchen VIP. So. Und dann konntest du Partys veranstalten, dann gab es damals sogar noch Clubhouse im zweiten Teil, so Clubhäuser, die konntest du quasi kaufen, erwerben, konntest du Club gründen und je mehr drin waren, desto besser, weil dann konntest du Club gegen Club fahren und es gab spezielle Clubautos. Problem natürlich, jeder wollte seinen eigenen Club gründen und es ist immer schwierig, so ein System aufzubauen, da musst du... Deswegen, ich bin sehr gespannt, was die machen, weil das baut auf Community auf. Und wir wissen selber, eine Community kann ein Spiel auch kaputt machen. Das wissen wir, das weißt du sicherlich auch wie ich, denn es gibt viele Spiele, wo du sagst, ach, das ist so ein tolles Game, aber die Community macht das Spiel einfach kaputt, weil die das anders spielen, wie ich das eigentlich gerne haben möchte oder wie es gespielt werden sollte. Ne? Und aber ich glaube, die Community von Test Drive, weil viele Kommentare, die ich gelesen habe unter dem Video, unter diesem Teaser-Video, waren noch sehr, sehr positiv. Also, weil viele sich gefreut haben, ey geil, endlich wieder Test Drive, der King of Racing kommt wieder. Das ist einfach, das Rennspiel war einfach dafür prädestiniert. Es war eine andere Welt. Ist einfach so. Klar hast du deine Cheater auch da drin gehabt mit Bestzeiten und tralala. Aber wenn du mit Kumpels gefahren bist, mit Freunden und so dein Lifestyle da gelebt hast, das war echt mega. Das war wie ein zweites Leben da drin. Wir haben halt so oft, es gab damals auch ein Rennen um die Insel, denn du hast beim ersten Teil quasi beim ersten Teil war es so gewesen, dass du quasi eine Insel gehabt hattest und beim zweiten Teil hast du zwei Inseln gehabt. Aber beim zweiten Teil war die erste Insel auch nochmal mit dabei. Du warst auf Oahu, also auf Hawaii. Und beim zweiten Teil bist du auf Ibiza angefangen und dann hast du die Möglichkeit gehabt, quasi über den Flughafen, den du mit Level 10 freigeschaltet hast, rüber zu fliegen wieder nach Hawaii. Also hast du quasi zwei Maps gehabt, die originalgetreu nachgebaut waren. Das war unglaublich. Unfucking fassbar. Und es hat so viel Spaß gemacht, einfach auf den Inseln rumzuheizen und zu cruisen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, worauf ich hinaus wollte, wie wir damals dann wurden ja irgendwann so peu à peu alles abgeschaltet, weil ja, es kamen ja keine Updates mehr. Es war noch geplant zum Beispiel Motorradhändler. Das Geile war, die haben das mit Updates so gemacht, dass du
immer gesehen hast, es war eine Baustelle dann, so ein Laden wieder gebaut wurde als Update, als Platzhalter. Und wenn das Update fertig war und es kam, war die Baustelle weg, dann stand da ein Laden. So, also war, die haben da sich da richtig Gedanken drüber gemacht, so das authentisch zu machen. Und wir haben das dann damals immer so gemacht, nachdem dann, wie gesagt, es durch war, dass halt keine Updates und noch die Server online waren, in Anführungsstrichen, haben dann gesagt, weil das Finden war auch immer schwer, sich in der freien Welt zu sehen. Das war irgendwie mit dieser Online-Blase war das so schwer, weil wenn du jetzt in der offenen Spielwelt bist mit deinem Fahrzeug, hast du in einem gewissen Umkreis quasi so eine Online-Blase. Und alle, in die eine Online-Blase sind, siehst du. So, das hat aber, dieses System hat aber nicht richtig funktioniert. Das heißt, manchmal warst du im Boden drin, also im Boden der Karte, also dein Freund. Dann hast du nur den Namen gesehen, dann waren die Autos unsichtbar und alles. Und ja, das funktionierte alles nicht hundertprozentig. Und dann haben wir dann irgendwann gesagt, weil die haben sich ja auch nicht mehr darum gekümmert, weil er auch dann schon eigentlich tot war alles. Dann haben wir gesagt, wir machen einfach das so, wir treffen uns in der Lobby, in diese Racing-Lobbys, die es da gab, wo du halt eine Ziellinie oder Startlinie dich getroffen hast. Und dann musstest du quasi, oder beziehungsweise dann haben wir hier, immer das größte Rennen genommen. Das größte Rennen war immer fahre um die Insel. Also einmal komplett um die Insel fahren. Die größte Tour. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange die ging. Ich weiß nur, dass wir auf jeden Fall länger gebraucht haben, wie eigentlich man brauchen sollte. Weil wir haben zwischendurch Raucherpausen gemacht. Damals habe ich noch geraucht, ja. Wir haben Raucherpausen gemacht, wir haben Pinkelpausen gemacht, wir haben alles gemacht. Also, deswegen, also, die Rennen gingen manchmal 3 bis 4 Stunden, ein Rennen. Weil wir halt einfach für uns gefahren sind, weil es einfach Spaß gemacht hat. Wir haben ja auch Quatsch gemacht dann auf der Strecke und, ja, es ging ja um nichts im Prinzip. Es ging ja einfach um das Zusammencruisen. Und das war halt richtig cool. Das war mega geil. Das hat Spaß gemacht. Ja. Trotz alledem, wie gesagt, einerseits bin ich mega gehypt, weil, ja, das Casino kommt wieder. Die Idee dahinter des Test Drive Unlimited kommt wieder. Dieser Luxus-Dingsbums und tralala. Andererseits bin ich auch noch so ein bisschen skeptisch, denn KT Racing, klar, die kennen sich aus mit der WRC-Serie und so, aber das ist schon, ich meine, da steckt jemand hinter, der die ersten beiden Teile, ich glaube, mit dabei war, wenn ich das richtig gesehen oder gelesen habe, der die ersten beiden Teile, glaube ich, mit entwickelt hatte, oder der war, glaube ich, mit dabei, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und da haben die eigentlich einen ganz guten Mann an der Hand dabei. Und deswegen, aber trotzdem bin ich ein bisschen skeptisch, weil Open World Racing und ein Rennspiel mit festgelegten Strecken sind immer zwei Paar Schuhe. Und dann so ein Franchise, was halt eine riesen Community hat, weil ich weiß, dass Test Drive eine riesen Community hat. Denn viele spielen auch The Crew, weil The Crew 1 und 2 so ein bisschen auf Test Drive basiert. So vom grundlegenden System. Nicht vom Spiel, sondern vom System her. Da ist es auch Riesenkarte, Open World. Du kannst dich mit Freunden auch so treffen, rumcruisen und so. Aber du hast halt nicht dieses Luxusleben. Du hast halt einfach nur, ja, diese Rennklassen und so, ne? Beim ersten Teil war es noch diese Story. Und, ja. Aber, wie gesagt, ich bin gespannt. Man muss gucken, angeblich im, was haben sie geschrieben jetzt? Im Juli, glaube ich, kommt das erste Mal Gameplay davon. Ja. Da werden dann die Würfel fallen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Denn da müssen sie zeigen und abliefern, was sie können oder was sie nicht können. Ist einfach so. Also wenn da
nichts bei rumkommt nach diesem Teaser-Trailer, dann glaube ich, werden viele enttäuscht sein. Also, ja. Und viele haben auch geschrieben, dass sie auch mega gehypt sind. Ich bin natürlich auch mega gehypt. Also, die Kommentare darunter natürlich, also klar. So, den überholen wir mal hier. Na komm, fahr. So. Nee, aber alleine das Teaser, das erste Teaser-Video war schon geil. Da wusste ich sofort, was das für ein Spiel ist. Ich war mit einer der Ersten, der es erraten hat, diese Krone. Das war... Ich wusste sofort, dass das Solar Crown ist, diese Krone. Und da war ich erstmal richtig, also... Herzklopfend. So wie das erste Treffen mit meiner Freundin. Da hatte ich auch riesen Herzklopfen gehabt. Ja. Da war ich mega aufgeregt. Und, ja. Und jetzt beim zweiten Teaser bin ich noch mehr gehypt, denn der ist so cool gewesen, auch wenn es nur ein Render-Trailer war, aber... Ja, ich bin auch gespannt, wie sie es gemacht haben mit dem... Oh, nehmen Sie die Ausfahrt auf kann der ich nicht. Straßenseite. Ich muss drum herfahren. Hier ist gesperrt, die warum Route auch immer. Wird neu berechnet. Ja. Ich bin auch mega gespannt, wie sie es, wie gesagt, machen mit dem, mit der Ego-Perspektive, mit den Klamotten, mit so rumlaufen und alles. Wie das wird. Ob die das gut hinbekommen, ob die das gut in den Griff bekommen und so alles. Das wird bestimmt sehr, sehr interessant. Weil es war halt, wie gesagt, wie soll ich sagen? Im Prinzip ist es... Ja, nicht nur ein Rennspiel. Es war so dieser Lifestyle-Simulator quasi mit dabei, ne? Und das hat das Ganze so ein bisschen ausgemacht, ne? Naja, so, ich trinke mal heimlich was. Warte. So beim Quatschen kommt man immer so eine trockene Seele, weißt du? Wenn du so eine trockene Seele hast, ne, dann kann man auch mal ein Schlückchen trinken. Naja, so. Ja, wir fahren noch circa 2 Stunden und 43 Minuten laut Spiel. Also Spielzeit. Aber auch eine schöne Strecke, wie ich finde. Macht Spaß. Ja, und haben wir doch tatsächlich ein Thema so ein bisschen abgearbeitet. So ein bisschen bequatscht. Könnte man ja gerne mal so ein bisschen eure Kommentare drunter schreiben, was ihr so von Rennspielen auch haltet. Seid ihr so der Rennspiel-Fan oder eher so gar nicht? Oder ist das gar nicht eure Genre? Schreibt das ruhig mal, würde mich mal interessieren. Und ja, wie gesagt, also ich bin mega, mega gespannt. Ja, haben wir noch ein Thema? Mal gucken, fällt mir noch was ein? Wir fahren da noch ein bisschen, bis wir da sind. So, aber schön hier eigentlich wahrscheinlich, wenn es mal hell wäre. Aber normalerweise, glaube ich, dürfte gleich die Sonne aufgehen. 5 Uhr gleich könnte... Ja, schauen wir mal. Wir kommen wahrscheinlich morgens an, würde ich behaupten. So. Bett wird auch so langsam voll, aber wir schaffen das. Ich glaube, so langsam wird es auch schon wieder hell. Kein Stau, alles wunderbar. Alles schön. Ach, guck mal. Da hinten geht die Sonne auf. Boah, wie geil. Alter Schwede. Sowas feiere ich ja, ne? So einen schönen Sonnenaufgang. Guck mal, da oben fährt auch ein LKW. Da oben links. Blenden Sie sich rechts und dann nehmen Sie die Ausfahrt. Oh, ich muss hier raus. Ich will aber nochmal hier kurz gucken. Alter, wie geil. Los, Kraftwagenfahrer. Nehmen Sie die Ausfahrt auf der rechten Straßenseite. Jo, nehmen wir... Also ich muss sagen, das Lichtsystem, die Grafik, die die überarbeitet haben, echt schick. Also muss man einfach sagen, richtig schick. Biegen Sie rechts ab. Ja, ja. So, rechts darf man abbiegen, man muss nur einmal anhalten. Das ist wie bei uns der grüne Pfeil. So, auch bei Rot. So, oh, wie geil. Hallo Freunde, ich bin's,
Dieter Donnerlunte, Schwertransport GmbH. Hallo Freunde, ich bin's wieder, euer Dieter Donnerlunte. Und heute geht's über diese Brücke. Ja, wir liefern Tanks bis ans Ende der Welt. Haha, und da unten ist meine Yacht. So, ah, wie geil. Oh, wir fahren den Sonnenaufgang entgegen, das ist ja geil. Alter. Das feiere ich ja, ne? Wow. Alter, wie cool. Das ist eine richtig schöne Tour. Also, es lohnt sich tatsächlich auch mal, Touren anzunehmen, die nicht so viel bringen. Cool. Schöne Ortschaft. So. Ach, wie schön. So, dann bremsen wir mal. Stoppschild und so. Lalalala. Damit es nicht zu langweilig wird, wie gesagt, zwischendurch mal so ein bisschen outside, so ein bisschen, ne, außerhalb vom LKW zugucken. So. Damit wir nicht nur Cockpit-Perspektive haben. Er hat Cock gesagt, einfach so. So. Yeah, yeah. Guck mal, so, kann ich Licht ausmachen. So, Freunde. Hab ich doch gesagt, wir kommen morgens an, das passt doch. Ich glaube, am Anfang haben wir ein bisschen verquatscht, weil wir so spät losgefahren sind, obwohl... Ja, paar Minuten vielleicht, aber ansonsten... Naja, schauen wir mal, wir schaffen das schon. So. Oh, hier ist sogar eine Wiegestation. Krass. Aufsuchen. Na. Wenn man vom Teufel spricht, ne? Eine Wiegestation außerhalb der Autobahn. Das ist natürlich interessant. Dann wollen wir mal. Die Route wird neu berechnet. Ja. So, wo müssen wir denn wiegen? Ich muss selber erstmal gucken. Ach, da hinten. Hier ist die Polizei. Oh yeah. Ich fahr mit meinem Truck über die Waage. Oh yeah. So, gute Fahrt. Auf Wiedersehen. Yeah, yeah. So, ich hab nicht geguckt, ich fahr einfach drauf. Oh, Tank ist leer. Oh, oh, oh. Biegen Sie rechts ab. Wir hätten tanken müssen. Verdammt. Ich glaube, das schaffe ich sonst nicht mehr. Ich sollte durchziehen, ne? Oh. Aber eigentlich dürfte reichen. Wundert mich, dass ich tanken sollte. Mal gucken, ob das reicht. Tankanzeige ist rot. Hat der Chef nicht getankt oder was? Was ist denn hier los? Hör mal, der hat einfach nicht getankt. Was ist denn da los? Das kann doch nicht sein. Alter Schwede, ich sag dir das, du. Hör mal, das kann nicht sein, du. Das ist doch nicht normal. Sag mal, da sagst du dem Chef, der soll dir einen LKW geben und was ist... Ja, scheiße. Kriegst du auch niemals einen vollgetankten LKW. Vielleicht rollen wir einfach nur noch zum LKW. Zur Firma. Oh, endlich grün hier. Jawohl. Endlich mal ein bisschen was Grünes sehen. Nice. Sehr schön. So,
Jetzt gebe ich mal ein bisschen Schubrakete, aber wir dürfen eigentlich gleich da sein. Das wäre jetzt doof, wenn wir jetzt liegen bleiben. Puh, bisschen Zeitdruck haben wir. Weil wegen Treibstoff. Ich versuche natürlich jetzt ein bisschen Schubrakete zu geben. So, mit 56 auf Tempomat, Attacke. Ich muss rüber. Halten Sie sich links. Ja, ja. Ein bisschen ist noch drin. So ein Fitzel an der Tankanzeige ist noch zu sehen. 46 Minuten noch. Okay. Oh, wie schön das hier ist. So, Attacke. Lastkraftwagenfahrer, Motherfucker. Ich komme! So. Jetzt so hier so ein Stress hier, Mann. Ist doch so schön entspannt. Aber ich glaube, wir schaffen das. Glaube ich. Ich hoffe. Reserveanzeige unten auf dem Display vom Tacho auch schon am Gelb am Leuchten. Reserve fahren wir. Ich gebe jetzt Gas. Ich will Spaß, ich will Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas. Die Ausfahrt auf der rechten Straßenseite. Okay, also hier. Sie die Ausfahrt auf der rechten Straßenseite. Aber natürlich, machen wir doch. Wo müssen wir jetzt? Links? Fahren Sie geradeaus. Ah, okay. So. Okay, ich bemühe mich mal, ein bisschen Rakete zu geben. Aber hier ist wieder nichts los, ne? Manchmal ist ein bisschen mehr Verkehr, manchmal ist ein bisschen weniger. Naja, schauen wir mal. So, der Fitzel ist fast weg, oder? Ja, ein bisschen ist noch drin. Vielleicht haben wir ja Glück. So, ich glaube, wir müssen abfahren, ne? Halten Sie sich links. Links? Okay. 17 Minuten, dürfen wir schaffen, wenn alles gut geht. Ah, rote Ampel, verdammt. Na komm, abbiegen. Komm, mach grün, ich hab keine Zeit. Tank ist alle. So. Hier, mach grün da vorne. Ach ja. Ja, wie gesagt, mal gucken, ob, mal schauen, ob ich da mal fürs nächste Mal ein paar Themen raussuche oder so. Ja, die wir da mal vielleicht besprechen können oder bearbeiten können. Ja, schauen wir mal. Muss ja nichts Belangloses sein, einfach oder zwangmäßig und einfach zwanglos. Einfach drauf los und fertig. Schauen wir mal, wie gesagt. Na? So, wo ist denn da jetzt? Ah so, Attacke. Wollte schon sagen. Ah, schön. Mit der Musik dabei, ein Traum. So, jetzt müssen wir nur noch dahin kommen, ne? Aber verstehe ich nicht. Eigentlich müssen wir nicht tanken, oder? Oder doch? Bei diesen vorgegebenen Aufträgen, oder? Naja, vielleicht doch. Vielleicht sollten wir nächstes Mal die Tankanzeige im Auge behalten. Gut. 7 Uhr morgens oder 7:30 haben wir gleich. Da hinten ist schon Ziellinie, sehe ich schon. Und wir sind schon, Alter, weit über 34 Minuten. Ich wollte gar nicht so lange aufgenommen haben, aber die Tour. Die Tour. Demnächst biegen Sie links ab. Ja. Naja, dann hat die Folge mal ein bisschen Überlänge. Dann ist das halt mal so. So. Biegen Sie links ab. Jo, bin dabei. Nein! Ich wollte schon sagen, der gibt kein Gas mehr. Ich glaube, der ist so kurz vorm Abnippeln. Der hat so ein paar Stockungen in der LKW. Fahren Sie geradeaus. Ja, ja. So.
toll hier. So schön grün und alles. Ah, ist ein Traum. So. Hier müssen wir hin. Biegen Sie links ab. Jawohl. Hemmet, mach mal offen. Danke. So. Dankeschön. So, da wären wir schon. Richtig cool. Fahren Sie geradeaus. Jo. So. Sie haben das Ziel erreicht. Ja, danke. Zahm mal her da. Okay, geradeaus. Machen wir. Attacke. Das ist ja nicht schwer. So. Das sieht aus wie eine Biogasanlage oder so, oder? Nee, eine Firma. Guck mal, die malochen da wirklich. Lol. Guck, nehmen sich da Pakete und dann... Das ist ja echt cool. So, ich bringe euch die Tanks. Mädels. Und Jungs. So. Tank alle, aber egal. Absatteln und fertig. Puh. So. Alter, 87 Gallonen. Alter Schwede. Lecko funny. So, wieder aufgestiegen. Dann nehmen wir mal... Ich würde nochmal hochwertige Fracht nehmen. Und ich würde sagen, das soll es gewesen sein mit dieser Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal beim American Truck Simulator. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.